E60 530i, ich habe Probleme mit meiner Lenkung und die werden wir heute lösen, denn da ist ein ordentliches Knacken. Deswegen bin ich beim Olli von Eulen Automotive in Rheinbach. Könnt ihr zahlreiche Reparaturen oder auch Spureinstellungen machen lassen mit 3D-Achsvermessung. Viel Spaß beim Video, los geht's. Also wir sind jetzt hier auf der Bühne, haben den Wagen schon entlastet. Normal klingt es noch schlimmer. Ich denke mal, so ein bisschen kann man das hier hören. Beim Fahren merkt man es ein bisschen, beim Rückwärtsfahren gerade, beim Hoch-Runterfahren von Bordsteinen ist es mir aufgefallen und es scheint wohl die Lenkspindel unten zu sein, so heißt das Teil, die wir jetzt als Fehler ausgemacht haben. Das Ersatzteil bei Insta, folgt mir da gerne auch, habe ich das ja schon gezeigt. Ich verlinke euch die Sachen mit richtiger Nummer für den E60 auch unterhalb. Da sieht man das gute Stück, so sieht es aus, zack, zack, dieses hier ist das. Okay. Und dazu ist wichtig, gibt es eine Torx-Schraube, die oben und unten geschraubt wird. Die müsst ihr austauschen, denn das sind Dehnschrauben aus Alu. Der Meister ist wieder am Werkeln. Wir holen erstmal den Unterboden runter. Ich blende euch hier an der Stelle auch nochmal eine Instagram-Story ein, wo ich dieses Lenkknacken drin hatte. Das ist schlimmer geworden. Das war anfangs mal ein klein bisschen. Ja, von unten kann man das Teil nämlich jetzt auch hier wunderbar, zumindest so ein Drittel davon sehen. Und hier im unteren Bereich die eben angesprochene Torx-Schraube, die seht ihr jetzt hier auch. Und da werden wir jetzt anfangen und lösen. Mit dem richtigen Werkzeug geht das, sodass wir da nämlich nur vom Filmen her schwer dran kommen. Aber ihr seht das, braucht auf jeden Fall eine ordentliche Verlängerung und dann kriegt ihr die Schraube da gut raus. Nächster Schritt, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist hier die Verkleidung zu lösen. Drei Schrauben sind hier oben drin und zwei in der Seite. Und danach können wir nämlich diese Position hier sehen. Und da sehen wir nämlich so ein bisschen das Teil auch. Und das müssen wir jetzt mit der anderen Torx-Schraube hier oben lösen. Auch blende ich euch hier mal ein altes Video ein, wo man das mal vor, ja, bestimmt über 2 Jahren gehört hat, wie sich das angehört hatte bei der Lenkung. Und ich habe halt das Gefühl, es ist lauter geworden, mehr, es knackt auch häufiger. Ja Leute, wir sehen können, man kann nichts sehen, außer den Olli beim Schrauben. Das ist halt ziemlich bescheiden da unten, also vom Film her geht es nicht. Aber wie gesagt, ist nur die Torx-Schraube, die müsst ihr losdrehen. Okay, was Olli jetzt macht, von unten hat er so ein bisschen mit dem Schraubendreher gehebelt, sodass sie jetzt von oben vom Kollegen reingezogen wird quasi. Oder nach unten, höre ich gerade. Ja, schieb mal. Na, kann er durchschieben oder okay. Durchziehen, sollte eigentlich beides gehen. Okay, geht auseinander. Das ist halt eine relativ enge Position, wie ihr jetzt bei den beiden Armen auch sehen könnt, aber da von oben kommt sie, wird rausgeschoben. Zack. So, das neue Teil wird jetzt von oben nach unten durchgeschoben, wenn es funktioniert. Müssen wir gucken, weil wir erklären euch gleich auch noch, möglich sollte man es nicht auseinanderziehen, weil man es halt falsch zusammen wieder schieben kann, aber das zeigen wir euch dann gleich nachher, wie gesagt. Jetzt versuchen wir das hier. Ja, kommt. Das ist einmal kommt, durchgeschoben. Ich halte. Wird. Zack. Ah, sieht gut aus, ich sehe schon ein bisschen was. Oben wie unten ist es drin. Ich konnte leider so nichts aufnehmen, weil da kannst du nicht dran. Aber hier hinter sitzt das Teil. Man erkennt es ja da auch an der grünen Dichtung, die da sitzt. Und hier oben ist es jetzt hier befestigt. Zack. Unten zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal. Die untere Seite seht ihr jetzt auch. Haben wir jetzt soweit hier drauf geschoben. Da ist noch keine Schraube drin. Die muss auch noch reingesetzt werden. Ja, und dann war es das. Da ist, sieht man ja, ist so eine kleine Nase frei und dann muss die an die richtige Position wieder drauf gesetzt werden. Dementsprechend also noch ein Stück weiter runter, denn man hat ja gerade auch gesehen, da ist ein Loch. Einmal bei dem Teil und einmal bei dem Anbauteil. Dementsprechend hier noch ein bisschen Stück runter und dann die Schraube rein. Ist ein bisschen friggelig, aber auch nicht ganz so viel Platz hat. Okay, drauf ist, Schraube sitzt, dementsprechend muss die jetzt nur noch festgeschraubt werden. Dafür wieder mit der Verlängerung, womit wir vorhin auch gelöst haben am Anfang, wird die wieder reingesetzt. Und dann hätten wir das und dann hoffen wir, dass das Problemchen war. Aber wir zeigen euch, wie gesagt, gleich natürlich noch den Fallstrick, auf den man auf jeden Fall aufpassen muss, wenn ihr die wechseln solltet, die Lenkspindel unten. Ich habe nämlich auch bei YouTube kein einziges Video gefunden, wo man wirklich detailliert sehen kann, wie die gemacht wird. Oder wie sie aufgebaut ist. Ne? Oder wie sie aufgebaut ist, richtig, das stimmt auch nicht. So, wichtig bei der Geschichte ist, wenn ihr jetzt das neue Kreuzgelenk in der Hand habt, das ist zweigeteilt. Du hast eine obere Hälfte und eine untere Hälfte, die nur über so eine Verzahnung verbunden ist. Beim 5er jetzt hier beim E60 haben wir eine Kodierung über die Verzahnung, also es passt nur auf eine Stelle. Bei einem 1er oder 3er BMW hast du das öfter schon mal nicht, du kannst es verdrehen und änderst damit dann in der kompletten Lenkgeometrie die Anschläge.
Also da auf jeden Fall aufpassen, möglichst gar nicht erst auseinanderziehen, wenn es beim Einbau funktioniert. Aber ansonsten ist es nicht so schwierig, es geht. Die Innenverkleidung habe ich jetzt soweit mit den 5 Schrauben auch wieder befestigt, da hatten wir das nämlich auch schon erledigt. Zu empfehlen nach so einer Sache, gerade mit der Lenkung, ist natürlich immer wieder eine Achsvermessung danach und die machen wir jetzt auch hier und ich verlinke euch hier an der Stelle nochmal das Video dazu, wie wir es bei meinem Wagen gemacht haben, da seht ihr das in aller Gänze nochmal. 3D-Achsvermessung bietet der Olli hier in Rheinbach nämlich auch an. Okay Freunde, wir sind hingegangen, haben jetzt nochmal komplette 3D-Achsvermessung fertig gemacht, sprich Spur und Sturz eingestellt, alles on point, wirklich perfekt und hier im Stand, wenn wir jetzt so ein bisschen hier lenken, hier haben wir jetzt nicht mehr dieses Knacken, Knirschen oder sonst was in der Lenkung, das lag wirklich an dieser Lenkspindel unten und auch wenn wir die Kiste anmachen und ich sag euch, der Wagen, der lenkt wieder sowas von straff und richtig angenehm. Also das macht wirklich ganz, ganz viel aus. Lenkspindel unten, ich verlinke sie euch, beziehungsweise packe euch die BMW-Teilenummer unten rein. Das ist auf jeden Fall ein mögliches Problem, falls ihr Probleme knirschen, knacken, sonst was in der Lenkung hören solltet. Okay, meine Freunde, das war es soweit zu dieser Reparatur von E60. Wieder um eine Reparatur weiter und schlauer geworden. Und schaut mal hier, Cheffe macht jetzt auch Feierabend. Hat sich hier einen wunderschönen Wagen aufgebaut über die letzten Jahre. Sehr geil. Also, Rheinbach, Eulenautomotive, beim Olli könnt ihr alles Mögliche machen lassen. Wenn ihr da einen guten braucht, gerade für 3D-Achsvermessung, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Guckt vorbei, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.